Ich denke, wir haben es uns verdient, endlich mal wieder einen deutschen Panzer zu sehen. Und dabei habe ich mir, glaube ich, den kleinsten sich im Spiel befindlichen Panzer ausgeguckt. Und zwar den oder das oder der Wiesel. Keine Ahnung, auf jeden Fall ein geiles Gerät. Da schauen wir uns doch mal an, was das Spiel uns dazu verrät. Natürlich deutsch, ein Schützenpanzer. Dieses leichte, von der Bundeswehr entwickelte, gepanzerte Fahrzeug wurde als Aufklärer konzipiert und darauf ausgelegt, auf Feindengebiet abgeworfen zu werden, um zu spähen und gegebenenfalls Feinde anzugreifen. Zwischen 1989 und 1992 wurden 350 Stück produziert, die meisten für die deutsche Armee. Seit der moderne Wiesel 2 seine Funktion übernommen hat, ist das Fahrzeug bei der Friedensmission in Westasien eingesetzt worden. Schaden 76 mit 156 Durchschlag, 7.391 Schaden, also weit weg von den 8.000, Nachladezeit, 9 Sekunden Feuerrate, 200 pro Minute, Trefferpunkte 1270 und Panzerung ist auch super lustig, 888888. Ja, also Panzerung hat einfach faktisch keine. Höchstgeschwindigkeit 75,6 km/h, der Sprint von 0 auf 32 in 1,99 Sekunden, Wannenschwenkung 46 Grad, die Tarnung ist gut, die Zielerfassung ist gut, auf jeden Fall wird es ein sehr interessantes Gefecht. Eine Sache will ich euch noch zeigen, und zwar kann man den Wiesel entweder, wie ich hier spiele, mit dieser Kanone hier spielen, oder es gibt auch noch einen Raketenwerfer. Also wer sagt, nee, der mit den Kanonen komme ich nicht klar, man muss den Wiesel oder das Wiesel oder der Wiesel nicht mit dieser Kanone hier spielen, sondern kann ja auch noch einen Raketenwerfer aufsetzen, aber eben nur eins von beiden Sachen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es so ist mit dem Gerät im Gefecht. Ich bin sehr gespannt. Wir sind hier Top-Tier auf der Operation Hydra. Das Kartell ist im Besitz eines ganzen Lagers mit chemischen Sprengköpfen. Wer weiß, wo sie diese Dinge einsetzen, wenn wir sie ihnen vorher nicht aus der Hand reißen. Obere das Lagerhaus, das ist auch die Mission. Und die Raketenwerfer zerstören ist die Nebenmission. Und jetzt schauen wir mal, wie wir so da uns anstellen können. Da gehen schon die ersten Gegner auf. Da kriege ich auch schon den ersten Hit ab. Vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Aber ist egal. Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Schieß auf die Brücke. So, sehr gut. Der ist weg. Wie sie hier fallen. Wie die fliegen. Super gut. Sehr gut, Team. Bin zufrieden mit euch. Oh, Artillerie. So. Mach's dir mal weg. Dreh dich ein bisschen. Oh, okay, alles klar. Ich setze mein Feldreparaturset ein und mache jetzt hier mal einen Defensiven. Wir haben halt auch kaum Leute, die hier mal was abfangen können, aber jetzt bin ich auf jeden Fall mal so geeicht, dass ich da jetzt nicht mehr da vorne rumfahre. Das habe ich jetzt oft schmerzlich feststellen müssen, dass das nicht so klappen wird, die Runde. So, jetzt mal hier ein bisschen weiter vor, vielleicht halt aufklären. Das wäre natürlich jetzt noch die nächste Option. Da komme ich auf nichts drauf. Ups, boah, der ist so schwierig zu fahren, so ein bisschen, muss man sagen. Die Arti, ich will die Arti, ich will die Arti. Ja, Arti ist meine. Also fahren, der kommt, boah, der kommt so schnell in Dritt, dass es eigentlich schon eher so unerwartet ist, weil er irgendwie so flink ist. Dreh noch mal ein bisschen. Ja, genau, immer so mein Popöchen zu mir. So mag ich das. Ja,
auf dem BMP. Der ist ja Gott sei Dank recht weich. Aber ihr seht schon an meiner Spielweise. Boah, krass ist das Ding hier. Der muss man echt im Zaum halten. Ihr seht schon an meiner Spielweise, dadurch, dass ich hier fast zweimal so draufgegangen bin, bin ich jetzt so ein bisschen ruhiger geworden. Also ich nicht mehr hier ganz vorne. Wo sind denn hier die Sekundären? Wenn es keiner macht. Ich bin ja zwar eigentlich nicht der einzige schnelle Panzer hier. Aber muss ich es halt wohl doch machen. Oh nee, ich komme nicht hoch. Hier kann ich hier mal anpingen. Vielleicht kümmert sich irgendwie einer drum. Centauro steht da ja noch. Erstmal will ich hier aus dem Wasser jetzt raus. So. Naja, ich sehe schon, es kümmert sich keiner um die Nebenmission, dann machen wir das halt. Jetzt bin ich ja. Uiuiuiui. Der ist schon fast, also von der Beherrschbarkeit selber ist er schon ein bisschen eine Diva. So, kein Problem, jetzt habe ich es ja auch gemacht, Jungs. Kein Ding. Der Centauro fährt auch irgendwie so. Wer fällt ein? Der weiß auch gefühlt noch nicht so ganz wirklich, wo er ist. Und jetzt fahre ich da wieder auf den Gegner drauf. Krass ist das Ding schnell, ey. So, weg damit. Ja, kein Problem. So, da konnte ich ihn Gott sei Dank noch erledigen, bevor er mich irgendwie hier genervt hat. So, wer kommt da noch? Oh, ein Wiesel! Hinter mir auch was. Da muss ich jetzt aber mal weg, du. Ja, alles klar. Kein Problem. Der Leo, der da kommt. BMP. Oh, mach den doch weg! Habe ich hier gebrannt? Alles gerade unschön hier. Ich muss hier weg. Ich muss hier echt dringend weg. Ich hoffe, dass sich jetzt der Gegner nicht großartig für mich interessiert. Motor ist auch kaputt. Deswegen den bringe ich jetzt nochmal wieder zurück, dass ich auch schneller einfach wegkomme. Ja, spät. Zack. Hier jetzt einfach mal die Agilität des Geräts ausnutzen. Oh ja, alles klar, schieß auf den. Der VBL, das ist dem wurscht, dass da der Leo auf den Zug kommt. So, Gott sei Dank, wenn er mit dem Po zu einem steht, da geht's dann ganz gut. So, jetzt hat er hier Probleme, der Challenger, mit dem Type. Aber die Jungs, die haben da noch deutlich mehr Hitpoints und die müssen einfach jetzt mal vorfahren. Ich will hier eigentlich nur mit dem Po hinterher. Lass mich. Aus dem Winkel brauche ich erst gar nicht schießen, dann fangen mit meinem Durchschlag. Ja, super.
Mann, und jetzt kommt da noch einer von da. Ich hab's nicht gedacht, dass da noch einer kommt. Aber da sieht man halt. Wiesel, wahnsinnig schnell. Wiesel, fast schon unkontrollierbar schnell. Schaden ist okay. Aber er hat halt, also, ich weiß, es ist PvE und da kann man schon mehr reißen, aber er hat halt so gar keine Panzerung. Also, dass da so jeder durchkommt mit 8, ist natürlich wirklich jetzt nicht von Vorteil. Der Gegner ist da. Da ist der Gegner. Ja. Und, ja, also von dem her, er hat ganz klar seine Momente, aber ob ich jetzt Fan vom Isel sein werde, das wage ich zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. Aber die Runde haben wir ja geschafft. Ich glaube, diesmal war ich jetzt nicht so der Spitzenreiter. Man kann ja immer nicht hier oben mitschwimmen, sondern auch ab und an darf man mal der Bodensatz vom Team sein. Wie schlecht es wirklich war, sehen wir jetzt gleich. Trotzdem hat es aber Spaß gemacht. Und das ist wiederum nach wie vor wichtig, dass man nicht immer hier, wenn es mal schlecht läuft, dass man sich grämt oder sonstiges, sondern dass man einfach mal just for fun spielt. Und genau das war gerade wieder für mich zumindest der Fall. Und jetzt sehen wir mal, bitte nicht letzter Platz. Das ist der einzige Anspruch, den ich gerade habe. Alles andere als letzter Platz kann ich schon mit leben. Wir haben 9600 Schaden gemacht. Assist erspäht. Dann schauen wir mal. Ja, oh Gott sei Dank. Vorletzter. Also mit 1835 habe ich zwar letztens noch deklassiert, aber dafür war ich von den anderen auch weit weg. Wir sehen hier die Endauswertung. Auch da hat mich natürlich einiges gekostet. Hier mit Reparaturset und allem drum und dran. War ein bisschen teuer, deswegen nur 20.000 raus. Aber man sieht, wie gesagt, auch solche Runden muss es mal geben. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Wiesel. Und ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.